Neue Post. Stecke in der Klemme, okay. Nummer 11, die Naturkatastrophen letzter Zeit. Laufende Untersuchungen zur jüngsten Serie von Naturkatastrophen. Pokémon in den betroffenen Gebieten verlieren die Beherrschung. Und greifen grundlos an. Es gibt Stimmen, wonach eine mysteriöse Macht hinter den Vorkommnissen stecken könnte. Eine Quelle bezichtigt Dicter, die Erdstöße verursacht zu haben. Das Zelda-Team, das die Untersuchung leitet, bezweifelt diese Sicht indessen. Ja. Und Pokémon-Zeitung Extrablatt 1. Mike unschuldig, Teil 1. Mike traf Voluna auf den Klirrberg. Voluna bezeugte, dass Mike nicht der Mensch aus der Legende ist. Gengars Behauptungen haben sich somit als böswillige Lügen herausgestellt. Gengars empörter Kommentar dazu. Ja. So wie wir Gengar halt kennen. Und damit willkommen zurück zu Mystery Dungeon Retter Team DX. Wir sind jetzt hier wieder stehen geblieben und wo renne ich eigentlich hin? Ich dachte, ich erkunde mal ein wenig, aber ich merke gerade, dass wir hier nichts mehr zu tun haben und einfach wieder weitermachen können, ein paar Aufträge zu erledigen. Warte, die Illusionshöhle ist immer noch da? Oh Gott. Wir haben jetzt die, wie alle auch freigeschaltet, die wir so benutzen können jetzt hier. Und wir sehen hier ganz viele Riesenbisse. Ein kleiner Zusatz zu den Riesenbissen. Die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die shiny sind. Das heißt, wenn man es schafft, einen Superboss zu rekrutieren und der ist auch noch shiny, dann ist das ein übelster Flex. Da haben wir überall ein paar Briefe, aber ich würde sagen, wir gehen zum Stahlberg, denn hier haben wir die meisten. Und zwar, findet Rihorn, da kriegen wir eine Zitrusbeere für. Findet Nebula, da kriegen wir einen Küttersamen für. Und findet Nidoran für einen Schlafsamen. Nein, danke. Ach, by the way, bevor ich das mache, wir hatten in der letzten Folge die Illusionshöhle gehabt. Und wir hatten so geile Items bekommen. Die muss ich erstmal alle lagern, bevor ich die verliere. Erstmal alle lagern. All die geilen Items, die wir bekommen haben. Schaut euch das einfach mal an. Das ist so krass. Belebersamen, 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 Belebersamen. Wir haben so viele Belebersamen bekommen. Das ist einfach geil. Wir nehmen aber nicht alle raus. Die lassen wir alle wieder da. Und dann haben wir genug Platz. Oh Gott, ist das krass, ey. Das ist doch ziemlich krass, du. Ja, dann, weiß ich nicht, dann machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Bis irgendwas zum Thema von obwohl ich will eigentlich Illusionshöhle machen. Ich glaube, ich schneide ein wenig und zeige euch einfach das Interessanteste, was ich hier so finde. Naja, wir machen das so lange, bis wir Informationen haben zu Groudon, ob er besiegt wird von Simsalas Team. Eigentlich müsste es ja besiegt werden, weil ich meine, es ist Simsalas Team. Als ob die sich von Groudon kaputt machen lassen. Wir werden sehen. Oh, Knilz will sich uns anschließen. Das ist ziemlich cool. Knilz haben wir noch nicht. Deshalb, ja. Hat sogar Aufschwatzen als Fähigkeit. Weiß gar nicht genau, was das macht. Aber wird bestimmt schon gut sein. Oh, ich habe meine ganzen Äpfel weggetan. Oh nein.
So, ihr habt gerade gesehen, wir haben sehr viele Belebersamen wieder bekommen. Und ein Knilz mit der Fähigkeit Aufschwatzen. Das darf natürlich im Pilzwald bei uns leben. Da habe ich absolut kein Problem mit. Ja, fällt mir gerade kein Name ein. Deshalb lassen wir es erstmal. Und ja, ich gehe jetzt nicht noch ein drittes Mal hin, weil das ist dann sonst, glaube ich, zu OP. Habe ich jetzt das Gefühl. Oh, es passiert bei der Welt was Neues. Ich habe wieder diesen Traum. Das erste Mal seit längerem. Du bist Gardevoir. Ja. Es gibt so vieles, was ich dich fragen muss. Warum erscheinst du in meinen Träumen? Als Gesandte der Geister muss ich über dich wachen. Dies ist fortan meine Aufgabe. Gesandte der Geister? Ja. Wo nun das Fluch traf mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich zu diesem Dasein als ätherisches Wesen ohne Körper verdammt. Anstelle deines Trainers? Du meinst den Menschen aus der Legende von Vanuna? Schrecklich, so grausam von seinem Trainer im Stich gelassen zu werden. Ja, mein Trainer war alles andere als nett. Vielmehr war er eine böse und hinterhältige Person. Und dennoch, ich hasse meinen Trainer nicht. Was? Du hasst deinen Trainer nicht? Aber warum denn nicht? Nun ja, das frage ich mich auch. So ganz verstehe ich es wohl selbst nicht. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan, doch ich empfinde einfach keinen Hass. Er hatte viele Schwächen, doch auch gute Seiten. Damals, als es passierte, war ich verzweifelt. Als es passierte? Du meinst wohl nur das Fluch? Ja. Ich habe meinen Trainer vor dem Fluch geschützt, mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, dann ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. So sind wir gerade vorhin nur einmal. Ich konnte meinem Trainer das Leben retten. Das allein reicht aus, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für ihren Trainer riskieren. Beeindruckend, was Gardevoir getan hat. Oh, ich sollte vielleicht erwähnen, dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht. So lebe ich weiter und zwar voller Stolz auf die Rolle, die mir zuteil wurde. Rolle? Ja. Alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle, denn wir alle dienen einem höheren Zweck. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe, hast du auch die, die du deine erfüllen musst. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Was? Was sagst du da? Ah, ein Erdbeben? Schon wieder? Mensch, Dickri, kannst du es mal sein lassen? Nein, warte. Ich habe noch mehr Fragen. Bleib hier. Am nächsten Morgen. Das war ein Erdbeben, oder etwa nicht? Ich glaube, ich hatte wieder diesen Traum. Gardevoir hat zu mir gesprochen. Sie erzählte von etwas sehr Wichtigem. Genau! Das war's! Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Gardevoir weiß es! Sie weiß, warum ich zu einem Pokémon wurde! Und sie sprach von einer Rolle. Was meinte sie damit? Okay. Lange Ladezeit. Pikachu? Da bist du. Guten Morgen, Mike. Was ist los? Stimmt was nicht? Ach, natürlich. Es geht um das Erdbeben vorhin, stimmt's? Ich hätte mir ja denken können, dass du deswegen genauso besorgt bist wie ich. Simsalas Team ist noch nicht zurückgekehrt. Es heißt ja, dass Groudon unglaublich stark sei. Da kann man sich schon Sorgen machen. Aber ganz ehrlich, denkt ihr wirklich, ein Simsala, ein Glurak und ein Despota gleichzeitig können es nicht mit einem Groudon aufnehmen? Also wenn das ein Proto-Groudon ist, dann kann ich es ja verstehen, aber ein normales Groudon? Andererseits ist Simsalas Team aber auch sehr stark, die packen das schon, eben. Außerdem waren wir damit einverstanden, dass Simsala sich um Groudon kümmert. Uns bleibt also nichts weiter übrig, als uns in Geduld zu üben, und zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Lass uns darum als Retterteam unser Allerbestes geben. Ja, ich denke, das klingt ganz gut. Was? Ah, das habe ich ganz vergessen. Also ich bin Isse und das ist wohin genau? Wohin genau? Wir haben eine Notiz am Infobrett vor der Pelipperpost angebracht. Wohin genau? Bitte seht doch mal nach. Bitte.
Oh, ingenau! Ingenau! Bitte helft uns! Wir müssen jetzt los! Genau! Oh, ich feier die. Hab ich ganz vergessen. Was war denn das jetzt? Diese kleine Pokémon eben. Wie hieß der Junge noch gleich? Isso? Er wollte, dass wir uns das Infobrett der Pelipperpost ansehen. Vielleicht stecken die beiden ja in Schwierigkeiten und haben deshalb einen Rettungsauftrag am Infobrett ausgehängt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nichts mehr auf der Pelipperpost. Sehen wir uns das Infobrett brennen. Ja, warum nicht? Hier ist es. Infobrett. Nichts von ist. Oh doch, es gibt zwei Seiten. Ach, dir. Bitte weist die Mänkin ihre Schranken. Etwas Tolles. Okay, nehmen wir mal. Auf dem Infobrett steht, erteilt den Mänkin eine Lektion. Naja, etwas. Na egal. Habt ihr den Auftrag dort ausgehängt? Ja, ist so. Genau, genau. Eine Bande von aggressiven Mänki treibt in unserem Wald ihr Unwesen. Die sind völlig außer Rand und Band und machen uns so das Leben schwer. Genau, ganz genau. Wir haben keine Ahnung, was denen über die Leber gelaufen ist, aber sie sind immer mies drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Genau, genau. Das ist in der Tat ein Problem. Mike, darum kümmern wir uns. Auf jeden Fall. Vielen Dank, wir zählen auf euch, ist so. Genau, genau. Du erhältst nun Zugang zu dem Ort, an dem die Mänki Unwesen treiben. Der Tumultwald. Mit einem geilen Soundtrack, du. So wie jeder Dungeon eigentlich. Naja, mal weiter. Toller Stein, gebe ich dir nicht. ich sitze fest, ich kann nicht mehr. Nehmen wir mal mit. Ich habe mich nicht gerührt. Zu viel angegriffen. Okay. Toller Samen für Abenteuer benötigt. Ich könnte deine Helfenhand gebrauchen. Ich hab nicht. Sorry, ich hab's nicht. Ich hab keinen tollen Samen. Sitzt hier irgendwie fest. Ah, warum hilft mir denn niemand? Okay, kann man mal helfen? Bitte helf Wampel, wir sind Freunde, weil wir uns beide schnell entwickeln. Okay, ja, warum nicht? Bitte helf Honio, wir sind Freunde, weil wir uns schnell entwickeln. Warte, was? Ach, lol. Das ist ja cool. Ob das jetzt Zufall ist, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht, aber ich find's lustig. Super. Okay, was machen wir als erstes? Der Tumultwald ist frei. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Tumultwald und machen erstmal Story weiter. Schwierig, schwierig. Na, ich würde sagen, wir machen noch kurz mal den Stallberg, weil es sind drei Aufgaben, oder? Sollen wir den machen? Doch, doch, den hatten wir doch schon angeschaut. Was sind denn die anderen? Ja? Ja? Ich würde sagen, ich schneide kurz rein, wie ich die ganzen Aufgaben hier mache und dann sehen wir uns gleich wieder. Da befindet sich Minun. So, ja, das sind natürlich One-Hit-Tot. Kriegt sogar Level ab, natürlich. Bei solchen Noob-Gegnern. Ein Level, beep, beep. Naja. Nein, hier ist falsch, glaube ich. Egal, wir gehen da trotzdem mal lang. Ja, wir zerstören erstmal alles. Bam, 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 bam. Brauchen die Items nicht, aber das Geld können wir gerne behalten. So, hi. So. Dann wollen wir uns auch mal eine Belohnung abholen, würde ich sagen. Bzium, bzium, bzium. Ja, heute werden sehr viele Aufträge gemacht. Und wir wollen nämlich unseren Normalrang entfernen und dafür einen viel besseren Rang erhalten. Danke, vielen Dank. Hier bitte. Mini-Belebersamen. Kann man gut gebrauchen. Und 50 Punkte. Nice. Bei 1000, soweit ich weiß, kriegen wir einen neuen Rang. Den wollen wir heute erreichen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Am nächsten Morgen. Na, 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 na. Hm.
Was? Gestern war echt ein Reinfall? Okay, anscheinend steht das da, wenn man es nicht geschafft hat bei den Mankeys. Ich verstehe gerade nicht. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ja, mal mit. Nummer 12. Mitschreiter hinzugewinnen. Pokémon, die sich dir im Dungeon anschließen können, auch dauerhaft Teil deines Teams werden. Dafür musst du passende Camps für sie über den Kluluf Camp Kiosk einrichten, in denen sie auf ihren Einsatz warten können. Vergrößere dein Team, indem du viele neue Camps erschließt. Pokémon Zeitung, Extrablatt 2. Mike unschuldig, Teil 2. Glurak äußerte sich vor Ort zu den Ereignissen wie folgt. Das dachte ich mir von Anfang an. Hahaha. Das Portal fügt hinzu, dieser Schurke Gengar, so kommt er uns nicht davon. Das hat noch ein Nachspiel. Das sehe ich doch gerne. So, und hier kommen wir bei unserem ersten Klienten an, Skorgla. Den müssen wir erstmal retten. Und ich habe ein Dodo und ein Karpitz hier gefunden. Die wollten meinem Team nachjoinen. Das ist doch schon mal was Cooles. Und ich sehe gerade auf der Karte, der Typ ist hier links. Deshalb gehen wir erstmal nach links. Und danach in der nächsten Ebene hier nach gibt es auch schon den nächsten Klienten. Gehst du bitte weg? Lol. Hier ist er. Hi. So, Skorgla haben wir schon mal. Dum, 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 dum. So. Und dann werden wir die anderen beiden mal behalten. Wir wollen den Dungeon natürlich nicht verlassen. So, ich lasse euch da mal machen unten. So, und hier gibt es den anderen, Weberack. Auch unten links. Oh, da sollte ich vielleicht nicht alleine mit ihm anlegen. Okay, okay, haben die anscheinend geschafft. Dann ist es mir auch egal. Pikachu, komm schon. Pikachu, komm schon, habe ich gesagt. Hier ist er. Dum, bam, 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 du, du, du. So, und damit haben wir dann direkt schon alle Aufgaben hier erledigt. Ich möchte ihn für gerne verlassen. Möchte den Dungeon wirklich verlassen. Ja. Ja, wir nehmen uns jetzt alles. Soweit ich weiß. Und wenn wir doch noch irgendwas hier haben, dann lösche ich einfach die Aufgaben. Oh Gott. So, Dodo darf sich gerne niederlassen hier. Und Karpitz. Ja, warum nicht? Haben wir dem letzten Kapitel Nein gesagt. Wir sagen ihm diesmal, ja, er hat sogar Gruppenschutz als Fähigkeit. Ich habe aber leider nicht gelesen, was das macht. Hab's weggeskippt. Tut mir leid dafür. Und wir kriegen als Belohnung ein Zink. Es hat sich nicht gelohnt. Und einen perfekten Apfel und intensives Ticket S. Das hat sich gelohnt. Und neue Retterpunkte. Epic Whip. Okay, wir kriegen neue Post. Klonk. Mal sehen, was wir da drin kriegen. Was haben wir denn? Wieder hier irgendwas. Okay. Nummer 13. Spieleinstellungen. Passe die Einstellungen in deinem Spielstil an. Um Änderungen an diversen Einstellungen, wie etwa der Spielsteuerung vorzunehmen, musst du zunächst das Menü über X öffnen und anschließend ein sonstiges wählen. Wirkt von Einstellungen. Okay. Ein Geschenk von der Rettungsorganisation. Als Belohnung für deinen unermüdlichen Einsatz hat die Rettungsorganisation ein Geschenk für dein Retterteam. Löse die beigefügten Intensivtickets im Makuhita Dojo ein und trainiere, was das Zeug hält. Okay. So, dann weiter. Hier in Donnerhöhle werde ich als nächstes weitermachen, einfach nur weil das Geld hier so hoch ist. U2 und U3. Okay. Hier befindet sich Hornliu, der seinen Freund vermisst. Bam. Ein paar Free XP. Oh, lol. Wollte mal mit dem Team. Warum nicht? Warum nicht? Okay. Warum nicht? So, hier oben ist er. Hi, hi. Wir nehmen noch kurz den Samen auf, Implosivsamen. Ich habe nicht mein Inventar geleert, damit die ganzen Belebersamen und Äpfel und was auch immer alles beim Kangaba-Lager sind. So, Honyu wird gerettet und wir retten nochmal schnell den nächsten. Der befindet sich nämlich hier weiter oben, aber
bevor, hole ich hier immer noch die Samen mit. Mini-Belebersamen, zweimal. Geil. Das sind die besten. Und hier gibt es noch einen Rabauz. Leider ist es etwas weiter entfernt, aber das wird schon kein Problem. Den Apfel nehmen wir uns mit, super. Du haust mal ab hier. Zack. Tschüss. So, und hier unten ist es. Hi. Okay, das war ziemlich easy. Wahrscheinlich kriegen wir wieder neue Post. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, was wir alles bekommen. Ich gucke eigentlich so gut wie nie drauf, was wir bekommen. Weil ich möchte das gerne eine Überraschung halten. Ihr könnt natürlich drauf gucken, wenn ihr Bock habt. Ich mache das aber nicht mehr. Denn mir macht es mehr Spaß, wenn ich mich überraschen lasse, was wir bekommen. So, Wolteballen. Warum nicht? Wir können die eher später nein sagen. Und da reicht es erst so. Bam, 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 bam. Ein Schützenbandana. Naja, geht. Wir kriegen auch nur 50 Punkte statt 60, aber es passt schon. Du. Oh, ich bin dich dankbar, dass du einen gerettet hast. Oh, Wampel. Aber Wampel, du bist auch gefangen. Na egal. Das war ganz gut für die Katzen hier nochmal zurückgekommen. Und jetzt werden wir wieder gerettet. So. Nächste Post. Blapp, blapp. Und der Klang. Dann, dann. Dann, 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 dann. Was kriegen wir denn so Schönes? Nummer 14, Wunderfelder. Werteveränderungen werden aufgehoben. Sollte der Gegner deinen Angriff oder deine Verteidigung durch den Einsatz einer Attacke wie etwa Heuler gesenkt haben, kannst du über ein Wunderfeld laufen oder eine andere Ebene betreten, damit die Änderung ungeschehen gemacht wird. Doch Vorsicht, denn das gleiche gilt auch für Werte, die erhöht wurden. Ein Geschenk von der Rettungsorganisation mal wieder. Cool, cool. Zwei Intensivtickets. Okay. Weiß nicht, ob das normal ist, dass wir so viel Post direkt bekommen. Aber warum nicht? Oh Gott, bis nach U9. Das haben wir vorhin erst angenommen. Wiederholungsbrille. Will ich das machen? Ich will es nicht machen. Oh, aber das will ich auch nicht machen gerade. E8 und E10. Oh, das ist einfach. Finsterforst. Nur 2 und 3. Machen wir das mal schnell. Oh, Quiekel uns folgen. Nice. Explosionsgespür hat es sogar. Das ist doch, das ist richtig cool. Hier findet sich Hut. Der ist da ganz weit unten. Yeah, yeah. Ja, ich wollte eigentlich abkürzen, aber. Nee, komm. Schnell dahin. Wir ignorieren natürlich alle. Bam, bam, bam. Ist egal, das Geld juckt mich gerade nicht. Wir retten dich. Und dann gibt es noch einen weiteren, den wir retten müssen. So, wir gehen mal nach oben. Ja, ihr könnt die gerne killen, die Mogelbaums. Oder ich komme, ich helfe mal mit. Zack. Du auch nochmal. Ey, das hat Wehmann. Bam. Nice. Hier befindet sich der andere Kleinstein. Direkt hier. Das heißt, wir sind sofort fertig. Und können hier raus. Nice. Ja, ich will verlassen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. So, zack. So, Quiekel kann gerne, kann uns gerne joinen. Mir fällt gerade kein Spitzname ein, deshalb lasse ich es. Und unsere Belohnungen sind ein paar Bären, das erste. Zack, die Hälfte haben wir. Nice, wir kommen den 1000 mehr. Und Kleinstein gibt uns ein Warpschal. Okay, das weiß ich gerade nicht, was es ist. Und mal wieder Pelipa. Ich weiß nicht, ob das wirklich normal ist, dass es so oft kommt, oder ob das Spiel denkt, dass ich die ganze Zeit den neuen Wald, den wir freigeschaltet haben, durch Isso verkacken und deshalb die ganze Zeit irgendwas bekommen. Je nachdem, ist mir eigentlich egal. Wir kriegen trotzdem Post, die wir immer wieder vorlesen werden.
Zack, ich nehme ich mal an, warum nicht? Nummer 15, Umfrage, die zwei besten Items. Ergebnis der Umfrage, Platz 1, Georockbrocken, Platz 2, Singelbeere. Laut einer landesweiten Umfrage unter Retterteams ist der Georockbrocken das beliebteste Item. Mogelbauen von Team Mogel dazu. Damit kann man von weit weg angreifen, unbezahlbar. Den zweiten Platz belegt ihr übrigens die Singelbeere, okay. Nummer 16, Anführer wechseln. Wechsle den Anführer und ab ins Ziel. Je nach Dungeon kannst du den Anführer deines Teams vor Ort wechseln. Drücke Start oder Plus, um zwischen den verfügbaren Pokémon hin und her zu schalten. Nutze diese Möglichkeit, um aus einer brenzligen Situation zu entkommen oder um einen allein zurückgebliebenen Mitstreiter zu steuern. Ja, ja.